Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein, die Old Blood. Ja, wir brauchen Fresh Blood, damit hier mal wieder ein bisschen was geht. So, wir gehen mal hier durch, mal schauen, große Sprüche klopfen und dann zack, in die Luft fliegen, keine Ahnung. Wir schauen mal, was haben wir hier denn Schönes? Es speichert, das ist ein gutes Zeichen. Aha, Lift, ein bisschen Medizin und da hinten noch ein bisschen Rüstung. Und hier eine Mauer, okay, die wir eintreten können, einschlagen. Ja, bringt nichts darunter, außer dass wir uns wahrscheinlich die Knochen brechen. Wo haben wir denn die Röhren? Hier. Komme ich da nicht hin? Hallo? Doch, jetzt geht's. Ein bisschen näher ran. Asche, Asche, und dann kriegen wir es kaputt. So, jetzt halt. Ja, jetzt habe ich hier einen Knorks mit der Steuerung. Hallo, das müsste doch gehen. Geht nicht? Warum geht das denn nicht? Komme ich hier nicht durch? Ist ja ganz interessant. Jetzt geht's. Aha, was habe ich denn da wieder angestellt? Mal gucken. Oder da ballert schon. Da bräuchte ich mal hier meinen Bombenschuss. Hallo? Was ist das denn? Ist der nicht zu töten da oben? Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn doch getroffen. Naja, war vielleicht ein bisschen eine Rache dafür, dass ich... Der ist, der scheint irgendwie, der ist wohl jetzt, wollte gerade sagen, der ist Staffage, oder wie sagt man dem? Jetzt hat sie ihn erwischt. Eieieiei. Zack. Da oben noch einer. Immer auf die Knie. Das weiß man, wenn man bei mir Ego-Shooter guckt. Sonst noch ein bisschen was hier? Ne. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Oh, was schwebt denn da noch? In der Gegend rum. Ist ja krass, okay. Ein Kronleuchter. Was die hier für Kronleuchter haben? Aber ich muss immer... Ja, ihr mit euren Granaten. Die könnt ihr euch... Ja. Die könnt ihr euch. Aber echt. Wenn man sie eh nicht benutzen kann. Oder ich habe halt immer noch nicht rausgefunden, wie. Ja, dann. Kann man das mitnehmen? Nein. Eben. Ich wollte gerade sagen, die Architektur des ganzen Spiels ist einfach der Hammer. Das sieht hier aus. Diese Burg. Wow. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, jetzt... Muss ich es auch mal sagen. Wir gehen mal weiter. Aber ob jetzt hier das Sniper-Dingens ideal ist, wenn wir da wieder in den Raum reingehen, das ist dann fraglich. Ich höre Hunde. Wie? Ach. Lag hier noch was tatsächlich? Na, mal gucken. Das sieht schon einfach klasse aus. Man könnte hier glatt ein bisschen verweilen. Wenn man nicht noch was zu tun hätte. Ich glaube, der liegt da. Okay. Das geht nicht. Gold. Und jetzt? Wo lang? Nochmal gucken. Vielleicht irgendwo Wände, die man einschlagen kann. Oder irgendwo, wo man einen Thron. Oder irgendwo, wo man hochklettern kann. Naja, mal schauen. Und sonst da runterspringen? Das kann irgendwie nicht gesund sein. Also, schauen wir mal weiter. Da. Okay. Hier oben. Aha. Da wären wir wieder in einem interessanten Gebäude. Da gehe ich mal vorsichtshalber in die Hocke. Und stehe gleich wieder auf. Signal entdeckt. 27 Meter, 33 Meter. Ich sehe hier noch keinen. Es wäre eigentlich ganz angenehm, wenn wir vielleicht mal wieder ein bisschen mit Schleichen hier agieren könnten. Dazu brauche ich aber die Pistole mit Schalldämpfer. Da steht einer. Okay. Den haben wir. Da hinten läuft was. Aha, ein großer. Okay. Haben wir hier hinten noch was? Irgendwo müssten dann ja die Kommandanten sein. Offensichtlich nicht hier unten. Gut, dann... Looten wir hier mal noch ein bisschen. Es wäre cool gewesen, wenn gerade einer um die Ecke gewesen wäre von den Kommandanten. Wenn ich noch sage, hier unten ist eh keiner. Ja. So, nix, nix, nix. Muni. Oh, okay. Der ist natürlich jetzt für die Pistole wieder eher denkbar ungünstig. Dafür eigentlich auch. Aber hier, haben wir hier noch Muni? Ah doch, haben wir. Okay, dann nehmen wir doch das gute Stück. Na, guck nochmal. Einmal noch. Oh.
Hat er sich vom Acker gemacht? Oh, hier hat einige von denen. Okay. Ui, den hat es aber leicht zerrissen. Haben wir es? Ich glaube, wir haben es. Aber eben, Alarm ist noch an. Deswegen sind natürlich die Kommandanten noch irgendwo. Moment, da haben wir Rüstung. Nehmen wir. Aha, da oben. Habe ich den? Nee, ich habe ihn nicht. Boah, und von wo schießt hier? Moment, Moment, Moment. Jetzt, das sind fast ein bisschen viele. Ah, hier unten. Okay. Der Kollege. Da gekniet und uns nicht gesehen. Schön doof. Zack. Das ist schon ein geiles Ding hier, die Knarre, muss ich sagen. Hat eine gewisse Durchschlagskraft. Hängt da noch einer? Nein. Oh, da ist noch einer. Oh, und da und überall. Okay. Ich vermisse meine Granaten. Hoffentlich hat vor 5 Folgen jemand in die Kommentare geschrieben, wie man die Granaten findet oder benutzt. Ich nehme hier am Stück auf ihn blöder, weil es Spaß macht. Und kann die Kommentare natürlich noch nicht gelesen haben. Also nicht wundern, wenn ihr es geschrieben habt. Und ich jammere immer noch, dass ich keine Granaten nutzen kann. Dann wisst ihr jetzt warum, weil ich das noch nicht gelesen habe. Da ist noch so ein Vogel. Eieiei, die kommen hier aber auch in rauen Massen. Gleich noch einer. Was... Da ist was auch vom Himmel runtergekommen. Also von der Decke. So, mit dem Ding geht es eigentlich auch. Nicht Granaten. Nee, wir können auch nicht. Das wäre unfair gegenüber den Leuten, die eben keine Granaten nutzen können. Ja, es kommen natürlich immer mehr. Solange wir die Kommandanten nicht haben. Das war keiner. Der sah nur ein bisschen so aus. Looten werde ich gleich nachher. Wo sind die denn? Le Commandant. Hier geht's rauf. Moment, da ist doch mit Bestimmtheit... Das ist kein Kommandant. Das ist ein anderer Scherke. Da ist er doch. Konzeptzeichnung freigeschaltet. Da haben wir gar keine Zeit für die Bibliothek. Und da war der zweite. So, damit wäre Ruhe. Dann können wir nochmal zurückgehen und die Konzeptzeichnung... Wo haben wir das denn? Zeichnungen. Bibliothek. Bitte Pausenmodus. Wer lesen möchte. Mit J schließen. Ich glaube, die Feinde haben wir alle. So, jetzt sind wir aber auch mal hier oben. Wow, das ist ja schon... Edel, edel. In so einer Burg würde ich ja gerne mal wohnen. Oder sie wenigstens mal besuchen, wenn sie dann von diesem Ausmaß ist. Wow. Was haben wir? 100 Gesundheit, 17 Schild. So Schild können wir noch ein bisschen gebrauchen, wenn wir noch was finden. Finden wir tatsächlich. Und eben die Gesundheit, die ist sozusagen kumulierbar. Also wir können uns da einen Vorteil verschaffen, dass sie höher greift, sozusagen. Wenn wir schnell genug sind, die einzusammeln. Jetzt geht sie eben schon wieder runter. Aber ich möchte primär ja auch Schild. Wobei, wir nehmen hier alles mit, was wir erwischen. Wo waren wir noch nicht? Eigentlich waren wir überall schon. Coole Bibliothek. Hat was, ja, Stilvolles. Da ist noch ein Helm. Den lassen wir nicht zurück. Nicht so einsam. Da kamen wir her. Und da gehen wir jetzt hin. Hier noch was? Wein? Auch nicht so schlecht. Geht nicht. Da geht es wahrscheinlich weiter. Geht aber auch hier. Erstmal umgucken. Nee, da liegt nichts. Hier auch nicht. Außer irgendwelche komischen Sachen. Treppen in der Welt. Das Buch, das gibt es, glaube ich, in jedem zweiten Spiel. Oder ist das ein Wolfenstein? Gag, gab es das im Hauptspiel? Irgendwo habe ich das doch schon mal gelesen, gerade kürzlich. In einem anderen Spiel aber. Gut. Ich würde mal sagen, wir haben es hier soweit gesehen. Wir würden gerne ein Schrittchen weiter gehen. Hier gibt es nichts zu sprengen. Hier gibt es was zu stemmen. Aha, und wieder rutschen. Jetzt muss ich wieder mit meiner Tastatur gucken.
Okay. Oh. Oh, oh. Okay. Und jetzt? Hey. Kommen Sie, Wesley. Aufwachen. Wachen Sie auf. Kommen Sie, Wesley. Laskovich. Ja. Da haben wir uns aber was Schönes eingebrockt, was? Keine Ahnung, wie Sie überlebt haben. Kommen Sie. Geht doch. Ich habe einen geheimen Trick. Bis wir zählen, einatmen. Bis wir zählen, ausatmen. Alles klar. Kann ich empfehlen. Oh. Ah, der Jäger. Na toll. Alles in Ordnung? Oh. Ah, dachte schon, dass du nicht mehr aufwachst. Greta, bleib. Greta war hungrig. Ich wollte das Fleisch nicht verkommen lassen. Das verstehst du doch. Du krankes Dreckschwein. Dreckschwein. Das nenne ich Humor, aber es ist bestimmt der Klassenkasper in der Schule, oder? Aber der Spaß hat jetzt ein Ende. Mein Vater starb durch einen Stromschlag. Solche Unfälle waren in den Kohlengruben im Ruhrgebiet keine Seltenheit. Mein Onkel erzählte mir, dass er im Wasser stand, als es passierte. Wasser leitet Strom. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau, Wasser. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte, beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nikolaus. Ja, warum war mir klar, dass er davon nicht begeistert ist, von der Antwort? Diese Mädchen werden dich nicht retten. Reden schon. Warum bist du so stur? Deine Leute sterben da draußen, auf den Stränden, den Feldern, das ist jämmerlich. Wie Insekten ohne Flügel. Ihr habt den Krieg verloren. Wenn ich entkomme, grill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Ah. Ah. Ein letztes Mal noch, dann bist du dran. Wer ist dein Kontakt? Ja? Und wenn ich mit dir fertig bin, dann töte ich deinen Köter. Leck mich! Jawohl. Und Strom. Und nicht mehr aufhören. Oh, und Rufi. So, alle. Genau. Ich wollte sagen, alle Versprechen haben wir schon eingelöst, die wir ihm gegeben haben, dem Jäger. Das war fast ein bisschen zu schnell. Bitte wieder Pausenmodus, Dankeschön. Haben wir sonst noch was? Haben wir eigentlich irgendwie eine Knarre oder so? Oh Gott, Messer. Oh Gott. Hilfe. Finden wir hier noch ein bisschen was? Vielleicht irgendwas zu schießen. Zu schießen wäre noch ganz angenehm. Da, eine Knarre. Okay, da habe ich jetzt aber Schwein gehabt, dass ich instinktiv erstmal davon gerannt bin. Wir wechseln mal zu dir. So, und jetzt könnt doch kommen. Haben wir wieder Rüstung? Ja, ein bisschen. 41. Hier oben scheint das Ganze noch relativ sauber zu sein. Die sind eher unten. Eine Granate. Ich kann eine Granate mitnehmen. Ich kann sie aber einmal mehr nicht benutzen. Den Bombenschuss nehmen wir mal. Oh, ohne Visier? Ich hör's doch. Was höre ich denn hier? Täpseln. Dich höre ich täpseln, okay.
Ach, die kommen jetzt hoch. Alles klar. Ja, das ist schon ein Gerät hier. Cool. Oh, Moment, von hinten. Oh! Ah, ja, das war zu knapp. Doof, doof. Aber wir sind schon lange nicht mehr gestorben. Also dann darf man auch mal wieder. Ich hab den Scheißhund erledigt, Rudi. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will den nicht gerade. Der ist ja abgehauen. Ich dachte, wir hätten ihn... Sag mal, habe ich das vorhin falsch gesehen? Ich dachte, wir hätten ihn gegrillt. Der ist ja aber geflüchtet. Oder habe ich jetzt Halluzinationen? Der ist doch hier reingerannt. Naja, wie auch immer. Wir haben jetzt ein anderes Problem. So. Jetzt werden wir das aber ein bisschen koordinierter regeln hier. Hier haben wir wenigstens von hinten Ruhe. Und vielleicht treffen wir dann ja sogar mal einen oder an, den einen oder anderen. Ja, das ist aber auch ein Geziele, was ich hier habe, mal wieder. Das war aber ein Kopfschuss, würde ich doch glattwegs behaupten. Das sieht das Spiel aber definitiv anders. Oh, Granaten. Was ist das doch für ein schönes Spiel, wenn man Granaten hat? Es ist sogar ein schönes Spiel, wenn man keine Granaten hat. Es ist aber ein schöneres Spiel, wenn man welche hat. So, damit, nur damit das auch nochmal gesagt ist. Ich treffe ihn nicht. Sollen wir doch rausgehen oder kommen sie jetzt von hinten? Nein, kommen sie nicht. Hier haben wir Deckung. Aber schon alles benutzt, was es zu benutzen gibt. Eigentlich dachte ich, wir können da oben das Holz zerstören, aber so richtig zerstörbar im Sinne von zerstörbar ist es dann eben doch nicht. Knarrenwechsel und es geht natürlich irgendwann hier hinten dann grausam die Munition aus. Jetzt ist aber ein bisschen Ruhe hätten wir jetzt, so wie es klingt. Nachladen. Das ist nochmal ein Dicker da oben. Da können wir natürlich nochmal kurz die Waffe nachher wechseln. Aber eben, wenn wir nicht an neue Munition rankommen, dann wird es dann irgendwann eng. Wie sie hervorlugen. Oh, oh, oh. Ja, schnell weg. Das geht so nicht. Da müssen wir hier nochmal schnell gucken. Vielleicht mit denen hier. Wir haben keine Muni dafür. Okay. Ich hab's noch gesagt vorhin. Und dann nehme ich das Teil trotzdem. Aber die müsste man doch auch kaputt kriegen hier. Mit dem Maschinengewehr. Früher oder später. Okay, nicht nur früher oder später, sondern sogar immer nützlicher Frist. Ich bin immer noch in der Hocke, völlig gerührt, beziehungsweise ehrerbietend, das kann es nicht sein. Hier haben wir nochmal Zeugs, das nehmen wir und gehen mal zurückgucken, ob es weniger geworden sind. Denkst du, hier muss ja irgendwo wieder noch ein Kommandant sein. Dann suchen wir den mal. Mal gucken, irgendwo wird das sein. Ja, man wird aber hier eigentlich verwöhnt in Sachen Loot. So ist es auch nicht. Nehmen wir alles mal mit, was wir brauchen können. Und wir können eigentlich alles brauchen. Huch. Das hatten wir vorher schon. Da hat es uns dann zerlegt. Ach, laber doch nicht. Schon wieder ein Dicker. Jetzt könnten wir aber noch mal schnell gucken. Da täpselt schon wieder was. Okay, mit dem Ding haben wir den schneller down. Jetzt ist hier oben halbwegs Ruhe. Das heißt hier irgendwo die Tänzelnden. Wo tänzelt's denn? Ich höre ihn doch. Ich sehe ihn nur nicht. Der tänzelt. Aber nicht mehr lange. Ausgetänzelt. So, und jetzt haben wir Ruhe. Ich glaube, ja. Aha, der Alarm ist weg. Dann können wir hier looten. Waren ordentlich viele, muss ich sagen. War jetzt aber nicht so heavy.
zum Glück. Genau. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Was sein muss, muss sein. Ja, ja, diese anatomischen Experimente. Da können wir nochmal einen Helm schnappen. Und ansonsten, denke ich, wären wir jetzt eigentlich wieder halbwegs bereit. Wobei, wir haben nur 10 Schild. Das ist natürlich dann doch ein bisschen arg wenig. Habt ihr vielleicht irgendwo noch einen Helm für uns? Nein. Ja, ich weiß, dass ich da oben hin muss, liebes Spiel. Aber ohne ordentliche Rüstung möchte ich hier eigentlich nicht wirklich von dannen ziehen. Helm. Sehr schön. 15. Ach, das bringt ja Teufel viel. 5 Punkte bringt so ein Helm. Da können wir Helme sammeln, bis wir grün werden, bis wir mal irgendwie vernünftig was haben. Ich wusste, dass hier hinten auch noch was liegt. So, sonst? Nein. Helme? Nein. Aber die Helme sind fast ein bisschen überschätzt, wenn die sowieso bloß gerade mal 5 Punkte bringen. Hier haben wir auch nichts mehr. Hier waren wir schon. Jetzt laufe ich wieder 5 mal im Kreis. Halt. Nee, doch nicht. Naja, gut. Dann halten wir uns nicht allzu lange auf mit dieser Rüstungsgeschichte. Da haben wir noch was. Aber das haben wir wahrscheinlich schon. Genau. Sondern gehen dahin, wo das Spiel möchte. Jetzt zeigt es uns nicht mehr, wo wir hin sollen. Vorhin penetrant groß. Okay, die Rüstung hat was gebracht. Das ist natürlich sehr angenehm. Naja gut, sonst müssen wir halt kurz auf die Map gucken. Bevor wir uns hier verlaufen. Gerüchten zufolge neige ich dazu, mich zu verlaufen. Die Gerüchte sind natürlich... Oh, da ist nochmal so ein Teil. Zack, sehr schön. Okay. 95, von daher hat sich das tatsächlich doch gelohnt. Können wir hier was machen? Ja, hier können wir öffnen. Na gut, dann machen wir das. Wir öffnen. Und noch ein Hebel. Reiß dich zusammen, BJ. Denk an den Plan. Steig in die Seilbahn zum Dorf. Triff dich mit Kessler im Gasthaus. Cool, Seilbahn. Schaffst du das, Billy Boy? Aber mit links. Oh oh. Oh oh. Kapitel 4. Flucht. Flucht von der Burg Wolfenstein. Wir machen hier mal auf. Und gucken mal, was wir hier haben. Eine Wand. Eine Wand, die wir erklimmen werden. Die erklimmen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.